Bei dir im Jurastudium läuft es scheinbar nicht so, wie du dir das vorstellst, sonst hättest du wahrscheinlich nicht auf das Video geklickt. Welche eine Ursache das hat und was die Lösung sein kann, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Jetzt geht's los. Viel Spaß! Moin Moin, ich bin David von juramasterplan.de und auf diesem Kanal bekommst du jede Woche hilfreichen Mehrwert, der dir dabei helfen soll, das Jurastudium besser zu meistern und bessere Noten zu erzielen. Also wenn dich das interessiert, denk gerne mal drüber nach, den Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst du nichts mehr. Du bist an einem Punkt, wo du unzufrieden mit deinem Jurastudium bist. Das würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Und da bist du nicht alleine. Du hast wahrscheinlich irgendwie wenig Motivation, wenig Bock im Moment, vielleicht hast du auch schon mehrmals deine Lernmethode über den Haufen geschmissen und fühlst dich irgendwie überfordert von dieser ganzen Stoffmenge und von allem, was du da machen musst. Und du kennst auch bestimmt dieses Gefühl, irgendwie immer wieder so von vorne anzufangen, ne? Also die Sachen, die du da gelernt hast, noch nicht so richtig zu beherrschen und dann wieder irgendwie was zu wiederholen. Und obwohl du den Stoff eigentlich schon mal durchgearbeitet und gehört hast, hast du das Gefühl, du kannst es einfach noch nicht so richtig. Du kannst nicht so richtig greifen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, steckst du vielleicht doch ab und zu einfach mal den Kopf in den Sand und denkst, keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. Und wenn dann auch noch die dritte Theorie zum Erlaubnistatbestandsirrtum dazukommt, dann ist sowieso vorbei. Wie gesagt, kenne ich sehr gut diese ganzen Gefühle. War ich nämlich selber auch in der Situation. Und ganz viele Jurastudenten, mit denen ich mich unterhalte, sind es immer noch. Das liegt in erster Linie eigentlich nicht wirklich an dir, sondern daran, dass das Studium der Rechtswissenschaften ein strukturelles Problem hat in meinen Augen. Und zwar, dass es immer nur um Inhalte geht. Ja, das heißt, es geht um Strafrecht, es geht um Baurecht, es geht um Sachenrecht. Und eine Sache wird dabei nie in diesem ganzen Studium der Rechtswissenschaften vor dem Examen und auch danach vermittelt. Wie du dir diese Inhalte, Baurecht, Sachenrecht und so weiter, eigentlich überhaupt drauf schaffst. Und wie du dieses Zeug dann in der Klausur so ablieferst, wie die Leute es haben wollen. Da sollte man doch eigentlich meinen, die Leistung, die von einem verlangt wird, da sollte einem irgendjemand auch mal erklärt haben, wie man die erbringt. Ist aber nicht so. Was mich an der Stelle mal interessieren würde, schreib es gerne mal in die Kommentare. Hast du auch das Gefühl, dass das im Jurastudium fehlt? Wie fühlst du dich so, was dieses ganze Lernthema angeht? Würde mich sehr interessieren, wenn du es unten in die Kommentare schreibst. Wir wollen ja jetzt hier nicht uns darauf beschränken, über das Jurastudium zu jammern, sondern wir wollen uns angucken, okay, was ist das Problem und wie können wir das lösen? So, als wären wir echte Juristen. Ich bringe es direkt auf den Punkt. Das Problem, das ist nicht, dass wir unorganisiert sind. Das ist nicht, dass wir zu wenig Motivation haben. Das Problem ist nicht, dass wir das irgendwie nicht können, dass wir zu blöd sind oder dass wir die Inhalte nicht verstehen, sondern das Problem ist aus meiner Beobachtung, sowohl bei mir selber, aus meiner eigenen Transformation, als auch bei allen Jurastudenten, die ich bisher betreut habe, im Jura-Masterplan und im 1:1-Coaching, das Problem ist immer, dass eine bestimmte Sache fehlt, und zwar ein Lernsystem. Also einfach ein kohärentes System, sodass du weißt, okay, ich setze mich an den Schreibtisch, mache das, das und das, dann bin ich fertig und wenn ich das so mache, dann schaffe ich bis zur Klausur den ganzen Stoff zu lernen. Und dieses Thema Lernsystem, das ist die einzige Wurzel aller Probleme im Jurastudium. Das ist quasi der einzige Hebel, an dem du ansetzen musst, damit du dein Jurastudium in den Griff bekommst, weil meiner Erfahrung nach liegt es immer am fehlenden Lernsystem, am fehlenden funktionierenden Lernsystem. Und sobald du ein Lernsystem hast, wird sich diese Demotivation auf einmal in Motivation verwandeln. Du wirst auf einmal merken, ey, das liegt überhaupt nicht daran, dass ich irgendwie die Inhalte nicht verstehe oder nicht motiviert genug bin oder sowas, sondern einfach daran, dass ich das nicht strukturiert wiederholt habe, was ich hier lerne. Du wirst das Gefühl haben, du arbeitest was ab, ja, du erzielst Zwischenerfolge, du spürst, dass du immer besser wirst, dass du die Sachen auf einmal anfängst, einfach drauf zu haben und vor allem weißt du genau, was du machen musst und hast dann das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt so gemacht habe, dann ist auch gut. Dann kann ich aufhören und wenn ich so weitermache, dann schaffe ich es bis zur Klausur, den Stoff zu lernen. Ja, das ist komplett möglich, sowohl im Grundstudium als auch im Examen. Das wird einem einfach nicht so gezeigt und beigebracht. Also alles steht und fällt, diese gesamten Gefühlslagen, dein gesamter Erfolg in diesem Jurastudium steht und fällt mit diesem einen Schlüssel, mit diesem einen Hebel, den dir einfach niemand im Studium an die Hand gibt. Und das ist das Lernsystem. Und du kannst dich ja jetzt einfach selber mal fragen, habe ich schon für mich selber ein Lernsystem, was funktioniert? Also weiß ich eigentlich, was ich da mache, wenn ich mich an den Schreibtisch setze? Oder ist das alles irgendwie so ein bisschen planlos? No judgment,
durch diese Phase geht ja jeder von uns durch. Wenn du sagst, ich habe schon ein Lernsystem, dann wärst du jetzt wahrscheinlich nicht an diesem Punkt im Video. Und wenn nein, dann will ich dich natürlich nicht einfach so mit dieser Erkenntnis stehen lassen, sondern dann ja, biete ich auch eine Lösung dafür an. Und zwar habe ich es mir zur Mission gemacht, genau dieses Problem zu lösen, weil mir das schon lange aufgefallen ist, dass niemand dieses Thema behandelt. Und deswegen gibt es von mir einen umfassenden Online-Kurs, wo du alles an die Hand bekommst, das gesamte Handwerkszeug, das du brauchst. Das heißt, du erfährst Schritt für Schritt, wie du dich beim Lernen organisierst, ganz konkret, welche Lernmethode du anwenden kannst, um wirklich alles zu schaffen, um entspannt jeden Tag dein Pensum durchzubekommen, entspannt mit einem guten Gefühl Feierabend zu machen und ja, auch die Noten zu schreiben, die du dir vorstellst. Es geht also ganz konkret darum, was mache ich, wenn ich am Schreibtisch sitze, wie organisiere ich mir meinen Tag, wie organisiere ich meine Woche, meine Klausurphase und zudem bekommst du noch einen kompletten Leitfaden, wie du dieses ganze Wissen dann in der Klausur auf Prädikatsniveau darstellen kannst. Du bist also damit wirklich optimal ausgerüstet, um die Noten zu erreichen, die du dir wünschst in einem Jurastudium, um danach machen zu können, was du willst. Das ist mir ein Herzensanliegen. Wenn dich das interessiert, dann geh auf www.juramasterplan.de und ja, melde dich da für den Jura-Masterplan an. Du kannst heute noch Mitglied werden und ich freue mich dann sehr, dich zu sehen. Und wenn dieses Video für dich Sinn macht, wie gesagt, schreib deine Meinung drunter, gib gerne einen Daumen hoch, freue ich mich sehr. Das hilft auch, die Message zu spreaden und ich freue mich sehr, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, dein David. Ciao.